So, wir sitzen heute im Cockpit von unserem 107er, haben jetzt das standlich angemacht, hier unten mit unserem Wahlhebel auf der linken Seite und schaut uns heute die Instrumentebeleuchtung an. Wir haben hier unser Kombi-Instrument, unseren Tacho, hier auf der linken Seite nach der Modellpflege mit dieser Viereranzeige. Hier einmal die Öldruckanzeige, was Mercedes in sämtlichen Modellen schon lange in Serie drin hat, was du ja früher im Prinzip nur bei den Sportwagen hattest, wenn überhaupt. Hat Mercedes schon ziemlich lange in Serie. Hier der Öldruck. Hier oben der Tankinhalt auf der linken Seite, die Motoröltemperatur und unter die Anzeige für das wirtschaftliche Fahren. Dann in der Mitte unsere Geschwindigkeit hier. Weil man in einem US-Modell sitzt, hier die äußere Anzeige in weiß dargestellt, Meile per Hour, und dann innen die gelbe Anzeige Kilometer pro Stunde. Und dann hier auf der rechten Seite nach der Modellpflege das Kombi-Instrument einmal mit der Drehzahl und unter dran die analoge Uhr. Die ist dann irgendwann mal nach der Modellpflege von der Mittelkonsole hier in die Instrumententafel hier rüber gerutscht. Ja, früher hat man die in die Mitte gehabt, die ist dann nach links gerutscht. Wir haben jetzt hier in der Mittelkonsole die Temperaturanzeige, wie gesagt, weil es ein US-Modell ist. Die europäischen Modelle hätten dann hier eine weitere Lüftungsdüse. Haben wir jetzt hier nicht. Wir haben hier die Temperaturanzeige in Fahrenheit, die auch beleuchtet ist. Das funktioniert auch, sieht man sehr schön. Das leuchtet alles noch, das ist schick. Dann haben wir hier drei Kippschalter, einmal für die Innenraumbeleuchtung, um die Innenraumbeleuchtung separat zuzuschalten, unabhängig von den Türen. Ja. Dann hier den Antennenschalter für die elektrische Antenne, unabhängig vom Radio, egal ob es an oder aus ist, die Antenne ein- oder auszufahren. Ja. Wie man jetzt hier sieht, ist nicht beleuchtet, da müssen wir dann hin. Und hier ganz links oder so haben wir die Heckscheibe. Heizung für das Coupé-Dach. Ja. Von dem Symbol nicht irritieren lassen, war am Anfang für mich auch ein bisschen verwirrend. Mercedes stellt es ein bisschen anders dar, wie man es vielleicht von heutigen Autos kennt. Das ist das Symbol für die Heckscheibeheizung. Auch nicht beleuchtet, da müssen wir dann nachher auch hin, zeige ich euch, wie man das Birnle da drin auswechselt. So, dann in der Mittelkonsole haben wir hier, typisch für ein US-Modell, die Anordnung der Wahlhebel für die Klimaautomatik. Ich habe hier nur ein Monoventil in Anführungszeichen eingebaut. Sieht man daran, da ich nur ein Temperaturwahlrad habe für den kompletten Innenraum. Also Fahrer und Beifahrer sind nicht getrennt, sondern ich habe das hier nur einmal. Es gibt auch Modelle, die ein Duoventil vorne im Motorraum verbaut haben, wo das separat regeln kann. Da wäre dann hier nochmal das gleiche Temperaturwahlrad. Hier habe ich nur eins. In der Mitte hier meine Druckknöpfe, um die Richtung bzw. die Ausströmung der Luft, der Heizungsluft zu bestimmen, ober, unter, oder halt dann die Scheibeheizung separat zuzuschalten und hier die jeweilige Geschwindigkeit der Lüftung. Ja? Und hier oben mein Kippschalter für die Umluft. So, wir sehen, dass das Wahlrad, stellen wir es mal auf weiß, dann sieht man besser, ist auch nicht beleuchtet, da müssen wir auch hin. Man sieht hier aber an der Seite was durchscheinen, also irgendwas ist da irgendwie verrutscht. Das schauen wir uns jetzt gleich an und bauen jetzt die Mittelkonsole aus. So, für den Ausbau drücken wir als erstes die Feststellbremse, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Stellen wir den Automatikwahlhebel auf D. Jetzt können wir anfangen mit dem Aschebecher komplett mit Haltegestell ausbauen, mit dem Halterahmen. Dazu klappen wir den Aschebecher auf. Jetzt haben wir hier oben diese Schiene, ja, diese Metallnase. Die drücken wir hier runter und dann können wir das komplette Innenleben vom Aschebecher mit dieser Wurzelholzblende nach hinten wegnehmen. Den Rahmen haben wir jetzt noch drin, der ist hinten mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt, die drehen wir jetzt raus. So, wir haben jetzt rausgedreht, jetzt ist der Rahmen hier lose. Beim Rahmen müsst ihr aufpassen, die Anschlüsse für den Zigarettenanzünder befinden sich hier auf der linken Seite.
wenn er den Rahmer vorsichtig nach links drückt und auf die rechte Seite aufpasst, dass er mit dem Metallrahmer nicht den Tunnel von der Mittelkonsole verkratzt oder unter das Holzfurnier von der Schaltkulisse. Könnt ihr den Rahmen hier so rausnehmen. Hier haben wir jetzt den zweipoligen Stecker. Den kann man dann abziehen. Genau. Da haben wir hier unsere Anschlüsse. Da haben wir hier den kompletten Halterahmen für den Aschebecher. Haben wir dann draußen. So, als nächstes macht man hier diese Platte für die Klimaautomatik. Die ist einfach hier unter dem Kassette, unter dem Radio-Teilfach, ja, hier unter mit zwei Nasen befestigt. Ich fahre einfach hier mit der Hand runter und kann dann die komplette Platte mit dem Bedienelement für die Klimaautomatik nach unten wegnehmen. Und dann sehe ich hier meine zwei Nasen, wo das Ganze hier unter eingehängt war. Jetzt ziehe ich noch, weil das bei mir nicht so lang ist, ziehe ich noch den Stecker ab für diesen Schalter von der Umluft und kann dann das nach hinten wegnehmen. Ja. Jetzt kann ich, bei mir ist das separat nicht hier festgeschraubt, also diese Wurzelholzblende ist nicht mit dem Bedienteil von der Klimaautomatik verbunden. Ich kann jetzt also hier, wenn ich den Stecker abtrennt habe, die Blende so wegnehmen und dann sehe ich auch schon meine Instrumentebeleuchtung hier drin. Ja. Schalten wir nochmal kurz das Licht ein. Ja, das obligatorische Hupe. Und sehe dann hier meine Lichter. Ja. Aha. Und sehe schon, hier ist ein Wackler drauf. Ja. Beziehungsweise das Lämpchen war jetzt auch hier in der Fassung nicht drin. Wir haben jetzt hier die ganze Instrumentebeleuchtung an dem Fahrzeug, wie bei allen Fahrzeugen aus der Zeit, ist typisch. Das sind T5-Birnle, 12 Volt, 1,2 Watt mit einer Quetschsockelfassung. Ja. Hat zwar nur ein Wacklersbirnle, ist nicht kaputt, aber ich nehme es mal hier aus der Halterung raus. Ihr haltet es hinterher an die Fassung fest, zieht das Birnle nach vorne weg und dann seht ihr hier diese Quetschfassung. Ja. Kriegt ihr im 10er-Pack im Internet für 4 Euro, 5 Euro. Die sind jetzt nicht so teuer. Ich würde euch auch empfehlen, keine andere Lampe zu verbauen, die vielleicht heller sind, ja, die mehr Watt haben. Diese 1,2 Watt von den Lampen, die reichen vollkommen aus. Die erzeugen schon relativ viel Wärme. Und da wir hier überall Kunststoff haben oder so, würde ich da auch nicht Birnle reintun mit mehr Leistung, weil ja, nicht, dass nur irgendwas anfängt mit Schmelzen. Wir haben hier keine LED-Lichter, sondern alte Technik, ja, die eine gewisse Wärmeentwicklung haben. Diese 1,2 Watt reicht vollkommen aus. Ja. Und wenn es dann draußen dunkel ist, wenn man die Beleuchtung anhat und die Knöpfe dann auch sehen muss im Dunkeln, dann reicht es vollkommen aus. Ja. Also hier überhaupt kein Problem zum Wechseln. Da muss ich jetzt nachher mit dem Lötkolben noch hin und das noch vernünftig machen wieder. Birnle funktionieren soweit. Die drückt man hier in diese Aufnahme ein und dann ist hier mein Wahlrad beleuchtet, meine Knöpfe durch diese zwei in der Mitte und hier das Level der Lüftung quasi auch hier beleuchtet durch diese hier, ja, wenn der Wackelkontakt beseitigt ist. So, dann als nächstes kümmern wir uns um den oberen Knopf. So, für den Ausbau von den oberen Kippschalter, ja, die sind im Prinzip alle drei gleich. Fangen wir hier mit dem linken an. Ich fahre mit einem flachen Schraubendreher, fahre ich hier drunter, ja, Normalschlitz, kein Kreuzschlitz logischerweise. Das steht auch so im Mercedes-Handbuch drin und wenn Mercedes das so schreibt, dann muss das gut sein. Dann machen wir das auch so. Wir fahren hier an der Seite unter den Schalter drunter, drücke die Feder hier ein und können diese Seite hier zu uns herziehe, ja, dann guckt ihr ein Stückchen raus. Jetzt fahren wir vorsichtig auf die andere Seite rein. Immer achtet, dass ihr euer Holzapplikationen hier nicht verkratzt oder irgendwie verschandelt. Ja. Aber das geht eigentlich im Prinzip ganz leicht raus. Jetzt habe ich hier diesen Kippschalter schon in der Hand, kann den gleichmäßig zu mir herziehen. Ja. Und das ist der hier hinten. Eingesteckt in die Fassung, dann nehme ich den halt hinter die Fassung fest, damit ich die Anschlüsse nicht rausreiße und ziehe den Schalter, den kompletten Schalter, das komplette Bauteil zu mir her
und habe jetzt hier den Schalter in der Hand. Habe hier meine Pins, aufpasse beim Abzieher, dass ich die nicht verbiege oder irgendwie verkante. Die Instrumentebeleuchtung bzw. die Beleuchtung für diesen Schalter ist im Schalter hier integriert. Ich habe jetzt hier diese Sperre, der fahre ich mit dem Fingernagel drunter und ziehe diesen Hebel nach oben weg. Und jetzt habe ich hier die Lampefassung komplett mit der Lampe. Die kann ich dann nach oben wegziehen, dieses kleine Kunststoffteil. Ja. Und wie man sieht, bei mir ist gar keine drin. Okay, dann kann natürlich auch nichts leuchten. Ja. Das ist diese Fassung, die hat hier rechts und links einen Kontakt auf dem Stecker, ja, was dann durch diesen Sperrhebel dann quasi runterdrückt wird und dann auch quasi der Stromkreis geschlossen wird und die Lampe dann auch leuchtet. Ja. Gut, jetzt habe ich hier schon noch eine Birnle da liegen. T5 aus, gleiche wie hier unten auch. Kann ich hier reindrücken. Ja, fertig, nichts reindrehen, einfach nur reindrücken. Quetschsockelfassung. Diese Lampefassung hier für diesen Stecker hat hier Führungsnase, dann auch schaue, dass er hier wieder diese Führungsnut auch trifft, ja, sonst stehen die Kontakte nicht übereinander. Spart es wieder mit meinem Hebel hier, dass der Kontakt geschlossen ist. Der Schalter wäre jetzt im Prinzip fertig, den baue ich jetzt so wieder ein, also alles wie beim Ausbau bloß umgedreht. Drück den Schalter in die Aufnahme wieder rein, schaue, dass meine Pins nicht irgendwie abgebrochen sind, bevor ich ihn reinmache. Check ich mal, ob das jetzt funktioniert. Ich habe meine Innenraumbeleuchtung an. Wunderbar. Leuchtet, ja. Heckscheibenheizung wäre jetzt an. So wieder aus. So kann ich den Schalter wieder reindrücken und alles funktioniert. Genau das gleiche ist mit dem mittleren und mit dem rechten Schalter. Antennenschalter müssen wir uns jetzt auch noch anschauen. Da hat ja das Bündel auch nicht geleuchtet. Das mache ich dann gleich auch noch. Aber funktioniert alles genau gleich wie mit dem Schalter auch. So, das war es eigentlich im Prinzip schon zur Instrumentebeleuchtung hier in unserem 107er. Dieses ganze Teil in der Mitte, ja, da gibt es natürlich verschiedene Ausführungen. Ja. Die Modelle vor dem Modellpflege, also in den 70er Jahre oder so, haben hier noch Stellregler. Da sind die Armaturen ein bisschen anders angeordnet. Wir sind jetzt hier in einem 87er Baujahr, 560 SL, amerikanische Ausführung. Da ist das so angeordnet mit einem Kippschalter. Die älteren Modelle oder die allererste 107er Modelle war da, beziehungsweise von der Mittelplatte ein bisschen anders organisiert, ein bisschen anders angeordnet. Da gibt es verschiedene Varianten. Habe ich eine Klimaanlage, habe ich keine Klimaanlage, ja? Habe ich ein Duo-Ventil, Mono-Ventil, dann ändert sich das dementsprechend. Im Prinzip aber bei sämtlichen Modelle, Mercedes-Modelle ähnlich. Wir haben das gleiche beim 126er in der S-Klasse und auch im 123er teilweise so verbaut, die typische Anordnung der Schalter von Mercedes in der 80er Jahre. So, hat mich gefreut, dass er zugeschaut hat. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen lehrreich. Er weiß jetzt, wie er seine Birnle da auswechselt, ohne das komplette Armaturenbrett zu zerlegen oder die komplette Interieur quasi auseinanderzunehmen. Das ist hier relativ bedienerfreundlich angeordnet und schön gemacht, wie ich finde. Man kann einfach die Lampe wechseln und hat das ratzfatz in ein paar Minuten ein- und ausgebaut. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.